Singapur. Hafenstadt an strategischer Position in Südostasien, modern westlicher Lebensstandard, multikulturell, Wolkenkratzer und exotische Viertel. Wir sind in Singapurs Chinatown. Und dieses blaue Haus hier ist das ARD-Studio für Südostasien. Von hier aus bereisen wir das tropische Asien auf der Suche nach Geschichten. Im traditionellen Shophaus arbeiten Hörfunk und Fernsehen gemeinsam für alle Programme der ARD. Und es gibt viel zu berichten von prächtigen Festen, von Tempeln und Pagoden, aber auch über Katastrophen und Krisen in diesem Teil der Welt. Unvorstellbares Grauen nach einem Tsunami, bürgerkriegsartige Straßenschlachten in Thailand. Am Abend schienen die Sicherheitskräfte die Oberhand gewonnen zu haben. Doch Bangkok in der großen Flut. Die Safran-Revolution der Mönche von Myanmar macht weltweit Schlagzeilen, wir berichten. Wir sind vor Ort, wenn Indonesiens Vulkane ausbrechen oder wenn in Australien der Busch brennt. Im Blauen Haus von Singapur wird geplant und produziert. Fernsehkorrespondent und Studioleiter Robert Hedkemper. Juniorkorrespondent Norbert Lübbers als freier Mitarbeiter. Studiosekretärin Simonetta Fornasiero. Videokötterin Yvonne Buchholz. Und im Obergeschoss schaltet Hörfunkkorrespondent Udo Schmidt. 11 Länder in Asien, dazu Australien und Neuseeland, ein riesiges Berichtsgebiet. Tonmann Frank Wahlbaum und Kameramann Thomas Buchholz beim Aufbruch zur nächsten Reise. Effendi Ben Musa fährt den Bus und ist unser Mann für alles. Die Korrespondenten und das Filmteam sind selten zu Hause. Viel Zeit verbringen sie ganz oben im Flugzeug auf dem Weg zu den Schauplätzen von Nachrichten oder auch lustig kuriosem Hundespaar in Bangkok, Affen und anderes Getier. Man findet Affen in Tempeln und an Pagoden. So eine Ratte wie diese kostet auf dem lokalen Rattenmarkt am Mekong ungefähr 20 Eurocents. Daraus wird dann ein Braten. Ballonfahrt in Myanmar im Helikopter über Neuseeland. Es sind Bilder unglaublicher Intensität und einige Nervenkitzel ist auch dabei. Und der Ausblick von hier oben ist spektakulär, vor allem wenn Leute vorbeifliegen. Basejumper in Malaysia, Elefanten in Indonesien. Sie leben in einem Elefantencamp als Touristenattraktion. Mich hat die Schlange in der Zange. Und wie geht man um mit dem Moped-Chaos von Vietnam? Ganz einfach. Als Fußgänger hat man in diesem abenteuerlichen Gewimmel eigentlich nur eine einzige Option: einfach loslaufen. Südostasien gewinnt wirtschaftlich und auch politisch an Bedeutung. Der US-Präsident kommt nach Bali, eine Mammutkonferenz als logistische und technische Herausforderung. Unter all den anderen internationalen Medien im Gewirr von kleinen Verschlägen produziert das ARD-Team für die Tagesschau. Dies ist so ziemlich alles, was wir dabei von Bali zu sehen bekommen. Produzentin Niki Vitense-Luckert im Journalistengewühl waltet ihres Amtes und sammelt Informationen. Ausgangssperre in Bangkok. Frank Wahlbaum installiert unsere eigene Satellitenverbindung vom Hoteldach live in die Tagesthemen. Ja, Bangkok. Kameramann Thomas Buchholz testet die neue Unterwasserkamera in der Flutkatastrophe von Bangkok. Traumhafte Landschaften und harte Fakten. Das ARD-Team versteht sich als Vermittler. Die Aufgabe, Exotik und fremde Kulturen verständlich zu machen für die Zuschauer in Deutschland. Wer Augenzeuge sein will, muss reisen, auch im Rennboot auf dem Mekong. Durch Reisfelder und durch Wüsten, für den Weltspiegel und für große Reportagen, für das ganze Team im Studio Singapur
eine Herausforderung und ein großes Abenteuer. Man findet Affen in Tempeln und an Pagoden. So eine Ratte wie diese kostet auf dem lokalen Rattenmarkt am Mekong ungefähr 20 Eurocents. Daraus wird dann ein Braten. Ballonfahrt in Myanmar im Helikopter über Neuseeland. Es sind Bilder unglaublicher Intensität und einige Nervenkitzel ist auch dabei. Und der Ausblick von hier oben ist spektakulär, vor allem wenn Leute vorbeifliegen. Basejumper in Malaysia, Elefanten in Indonesien. Sie leben in einem Elefantencamp als Touristenattraktion. Mich hat die Schlange in der Zange. Und wie geht man um mit dem Moped-Chaos von Vietnam? Ganz einfach. Als Fußgänger hat man in diesem abenteuerlichen Gewimmel eigentlich nur eine einzige Option. Einfach loslaufen. Südostasien gewinnt wirtschaftlich und auch politisch an Bedeutung. Der US-Präsident kommt nach Bali, eine Mammutkonferenz als logistische und technische Herausforderung. Unter all den anderen internationalen Medien im Gewirr von kleinen Verschlägen produziert das ARD-Team für die Tagesschau. Dies ist so ziemlich alles, was wir dabei von Bali zu sehen bekommen. Produzentin Niki Vitense-Luckert im Journalistengewühl waltet ihres Amtes und sammelt Informationen. Ausgangssperre in Bangkok, Frank Wahlbaum installiert. Unvorstellbares Grauen nach einem Tsunami, bürgerkriegsartige Straßenschlachten in Thailand. Am Abend schienen die Sicherheitskräfte die Oberhand gewonnen zu haben. Doch Bangkok in der großen Flut. Die Safran-Revolution der Mönche von Myanmar macht weltweit Schlagzeilen. Wir berichten. Wir sind vor Ort, wenn Indonesiens Vulkane ausbrechen oder wenn in Australien der Busch brennt. Im Blauen Haus von Singapur wird geplant und produziert. Fernsehkorrespondent und Studio. Singapur. Hafenstadt an strategischer Position in Südostasien, modern westlicher Lebensstandard, multikulturell, Wolkenkratzer und exotische Viertel. Wir sind in Singapurs Chinatown. Und dieses blaue Haus hier ist das ARD-Studio für Südostasien. Von hier aus bereisen wir das tropische Asien auf der Suche nach Geschichten. Im traditionellen Shophaus arbeiten Hörfunk und Fernsehen gemeinsam für alle Programme der ARD. Und es gibt viel zu berichten von prächtigen Festen, von Tempeln und Pagoden, aber auch über Katastrophen und Krisen in diesem Teil der Welt. Leiter Robert Hedkemper. Junior-Korrespondent Norbert Lübbers als freier Mitarbeiter. Studiosekretärin Simonetta Fornasiero. Videokötterin Yvonne Buchholz. Und im Obergeschoss schaltet Hörfunkkorrespondent Udo Schmidt. 11 Länder in Asien, dazu Australien und Neuseeland, ein riesiges Berichtsgebiet. Tonmann Frank Wahlbaum und Kameramann Thomas Buchholz beim Aufbruch zur nächsten Reise. Effendi Ben Musa fährt den Bus und ist unser Mann für alles. Die Korrespondenten und das Filmteam sind selten zu Hause. Viel Zeit verbringen sie ganz oben im Flugzeug, auf dem Weg zu den Schauplätzen von Nachrichten oder auch lustig-kuriosem Hundespaar in Bangkok, Affen und anderes Getier.